Fahrte über Semmering, Murau, Tamsweg und Zedernhaus hierher ins Riedingtal und Aufstieg über den Forstweg Richtung Jakoberalm zu meinem Bergziel, das Mosermandl. Schöner Blick auf das Weißeck und hinunter zum Schlierer Almsee. Das Wetter wird leider nicht besser, als es sich jetzt schon zeigt. Es ist auch sehr kühl. Blick hinunter ins Riedingtal bis zum Zedernhaus. Ein böiger Wind kommt auf, je höher ich komme. Nach circa einer Stunde bin ich in der Höhe von der Jakoberalm, gehe aber jetzt links weiter. Bis hierher kam ich vor 2 Monaten, da war hier noch ein riesiger Lawinenkegel. Herrlicher Blick zur Riedingspitze und Blick zur Jakoberalm, im Hintergrund die Zwillingswand und mein bisheriger Aufstiegsweg. Nach 2 Stunden erreiche ich die Abzweigung vom Weg zur Fischerhütte zum Mosermandl, das allerdings unter Wolken liegt. Wieder ein Stück höher, Blick hinunter zum Schlierer Almsee und zum Weißeck. Der Wind ist jetzt ziemlich böig und kalt. Die Jakoberalm und der weite Blick Richtung Zedernhaus. Von hier kann ich auch schon die Franz-Fischer-Hütte sehen, die ich dann beim Abstieg besuchen werde. Der weitere Aufstieg zum Mosermandl. Hier beim Einstieg in den Felsen begegne ich 2 Bergsteigern, die von der Fischerhütte über das Mosermandl absteigen. Dann beginnt eine halbstündige, nicht allzu schwere Felskletterei. Thank you.
Nach genau 4 Stunden erreiche ich das Gipfelkreuz, bei leider sehr wenig bis keiner Aussicht. Jetzt bin ich am Mosermandl. 2 Bergsteiger habe ich unten getroffen, aber da bin ich ganz allein. Jetzt graupelt es auch ein bisschen. Jetzt bin ich auf 2680 Meter. Leider, das Wetter ist sehr winterlich beinahe schon. Teilweise sehr stürmisch und kalt. Und jetzt geht es wieder. Wie gesagt, es ist immer ein bisschen zu, hier und da reißt es auf. Aber im Grunde, und wie gesagt, jetzt graupelt es. Es ist kein Regen. Es ist ein bisschen Schnee. Ja, wunderschön. Eine wunderschöne Tour bis jetzt. 1200 Meter tiefer der Schlierenalmsee. Nach 15 Minuten Abstieg, jetzt Richtung Windischkopf zur Fischerhütte. Hier geht es eine gesicherte steile Rinne hinunter bei heftigen Windböen und Schneekraupeln. Der Felsaufbau des Mosermandls noch im Nebel und auch vom Gasthofer K ist nicht viel zu sehen. Dann reißt es unvermutet auf und ich kann die Abstiegsrinne erkennen. Der westliche Felsen vom Gipfelaufbau und Blick ins Tal. Über diese kleine Scharte gehe ich rechts zum K hinunter. Herrlicher Blick zurück zum Mosermandl und Gasthof K. Letzter Blick zum Mosermandl und auf den Spuren der beiden Bergsteigern gehe ich Richtung Fischerhütte. Links der Windischkopf. Dann geht es steil hinunter zur Windischarte und Zaunerkar. Die Wildkarhöhe, Rothorn und der Faulkogel in den Wolken. Die Franz-Fischer-Hütte und der grüne Zaunersee. Blick von der Windischarte auf den Faulkogel in den Wolken.
Und von hier bin ich gerade heruntergekommen. Blick nach Norden zum Greikogel. Mein weiterer Weg Richtung Süden zur Fischerhütte. Blick zurück zur Windischarte. Die Wolken werden immer mehr und es fängt leicht zu regnen an. Viel Schnee beim Abstieg von der Windischarte. Und dann komme ich nach insgesamt 7 Stunden zur Hütte mit großem Hunger und Durst. Fast eine Stunde blieb ich hier bei Kasnockelsuppe und Kaiserschmarrn und 2 Radler. Es war sehr gut. Der Regen hat aufgehört und das ist mein Abstieg Richtung Riedingtal. Nochmals die Windischarte und der Zaunersee gleich neben der Franz Fischer Hütte. Nach insgesamt 9 Stunden wieder beim Auto. Heimfahrt durchs Dauerntunnel, dann Familie Schiefer in Mondsee besucht und über die Westautobahn nach Hause.